Willkommen zu der deutschen Variante des Stray Let's Plays. Die Kanalisation war, da war ich gerade drin, hab eine kurze Pause gemacht, die Teile hau ich gerade auf YouTube, bin jetzt im Deutschen drinnen, in der deutschen, wow, schau mich nicht an, Katze, du Freak. Ich bin gerade in der deutschen Version drinnen, das sind meine Einstellungen. Wie schon gesagt, ich bin im Englischen drin gewesen vor kurzem. Und jetzt gönne ich mir das Spiel direkt gleich nochmal in Deutsch, die ersten 3 Stunden. Lade es hier auf YouTube hoch. Und ja, für die Leute, die durchaus auch auf Deutsch wollen. Es gibt ja kein Voice Acting in diesem Spiel. Ich bin der Voice Actor. Yay! Lucky me! Bin deswegen auch ein bisschen müde schon. Aber keine Sorge, Dr. Monster wird schon richten. Nicht gesponsert natürlich. Ui, und hier haben wir schon Bruder und Schwestern. Die Katzenbros. Ich habe es in Englisch erwähnt. Wenn es Mods in diesem Spiel geben wird, was leicht sein kann, wir sind am PC, dann werde ich auf jeden Fall in das Modding reintauchen und mir diese Mods anschauen, die kommen werden. Aber hier haben wir andere Katzen, unsere Brüdern und Schwestern. Hier den schwarzen Typen hier. Ich will einen Black Cat Mod auf jeden Fall. Das wäre mal das Wichtigste für mich. Ich will jetzt schwarze Katze spielen. Kann ich nicht kuscheln? Doch, ich kann kuscheln. Ich habe mir das nur ausgestellt, dass ich die Brom sehe. Dann geputzt werden von Bruder und Schwester und dann durch wohin durch gleiten. Ja, Stray, das Katzenspiel. Oh, better fight. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, so kennt's, aber es ist ein Adventure-Puzzle-Spiel in die Richtung. Es ist kein Parcours-Spiel, man kann leider nicht hupfen. Ich hätte gerne eine X-Hupf-Taste, die gibt es leider nicht. Also es ist eher, ja, Sprinten, Puzzles, Weltverkunden und mit cooler Geschichte, wie es ausschaut. Sehr cyberpunkig, sehr viele Roboter, kriegt gleich eine Watsche. Ah nein, nur leichtes Schattenboxen. Aber macht auf jeden Fall Bock auf mehr Katzenspiele und komischerweise auch auf Fallout. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich bei jedem Spiel mir Bock auf Fallout macht. Da haben wir unsere Katzenfamilie. Wir gehen mal ein Nickerchen machen mit denen. Wie schon gesagt, 3 Stunden bin ich im Englischen drin. Das heißt, dass ich nicht so viel ohne Plane rumlaufen werde. Hat Vor- und Nachteile. Außerdem habe ich mich entschieden, fürs Deutsche die Facecam zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn ergibt. Die Kopfhörer sind unten. Auch kein Sound gerade. Zwischendurch ist dann so ein Fortsetzen. Ja. Weiß nicht, was gerade passiert ist. So ein Vibrato Ambition. Ambitious. Ambient Sound drin, der mir ein bisschen in den Kopf gegangen ist. Deswegen mal ohne Kopfhörer und ohne Musik. Und da kein Voice Acting ist, verbasse ich ja auch nicht viel. Was? Tue ich sowieso zwischendurch gerne ohne Kopfhörer spielen, wenn ich weiß, was los ist. Katze! Wo ist die schwarze Katze? Ja. Vögel haben wir auch anscheinend, die sind mir gar nicht aufgefallen. Innerhalb der Mauer. Nein, was haben wir? Wurzler habe ich auf Deutsch gespielt, Elex 1 und 2 habe ich in Deutsch gespielt. Ein Tiny Tina's Wonderlands habe ich als deutsches Let's Play gespielt. Ich habe Fallout and Permadeath in Englisch gemacht. Da wird noch ein deutsches Let's Play kommen. Ein Fallout New Vegas Permadeath Let's Play in Deutsch. Also so circa seit Dezember bin ich auf YouTube mit ein paar Let's Plays, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe. Und Wordslayer habe ich auch, Outriders Wordslayer habe ich auch beides in Deutsch und Englisch durchgespielt. Zuerst in Englisch, dann in Deutsch. Hat auch nur so 6 Stunden gedauert. Dieses Spiel ist 8 bis 10 Stunden geschätzt. Ey, Bro. Die Katze, die will ich spielen.
Ich habe große Hoffnung, dass gute Mods kommen könnten. Ich. Ja, miauen können wir auch. Miau. Ich hätte es auch eingeschätzt, dass sie, wenn sie erkennen, wie viele Leute das Spiel gekauft haben, dass sie wahrscheinlich auch schon an different, an zufälligen Katzenskins arbeiten oder anderen Katzenskins. Das würde Sinn dann machen, wenn sie ziemlich schnell mal. Kann ich nicht auch kratzen? Ich will auch kratzen. Nein? Ah, jetzt darf ich kratzen. Yay! Ja, ich habe keine Button Bronze drinnen. Also, sieht man nicht, was ich machen kann und will. Aber man kann auch die Welt erkunden. Ich werde die Katzensprünge machen. Andere Katzen von hier nerven. So, ziemlich einen Gegner habe ich nur gesehen, die Xerx. Der Rest ist wirklich Aromakunden, den richtigen Weg finden. Den richtigen Weg finden ist hauptsächlich der Name des Spiels. Und das macht ihr ja hauptsächlich sehr storylastig. Aber ist halt eine Katze, was erwartet man sich da, dass man Desert Eagle schwingt und dann alles niederschießt? Nein. Hupfen wäre geil. Katzensprünge hätte ich gern gehabt mit X, wo man hupfen kann. Und das hätte ich mir am meisten gewünscht. Ja, nochmal. Sie haben gesagt, dass keine verschiedenen Katzenskins es geben wird. Natürlich könnten sie, wenn sie wissen würden, wie viel Geld ihnen das bringen könnte, könnten sie es so wie Bethesda machen. Statt Mods einfach selber die Skins rausbringen und dann den Leuten Katzenskins oder Assassin's Creed macht das ja auch so, circa. Einfach Skins verkaufen. Das wäre natürlich der Business-Ansatz, der schlau wäre von ihnen. Überhaupt wenn die Mods. Ventilator. Läuft im Hintergrund. Hat gerade einen Knacks gemacht, weiß nicht, ob man den gehört hat. Aber das wäre schlau von ihnen, wenn sie verschiedene Katzenskins anbieten. Miau. Ah. Ja. Ja, mal schauen, ob Mods kommen. Ich bin aus Österreich. Das Spiel war kurz vor 18 Uhr bereit. Waren 6 GB Download, glaube ich, nur. Also sehr kleines Spiel, wie schon gesagt. 10 Stunden Spielzeit circa. Es ist nicht das größte Spiel. Für den Preis auf jeden Fall mehr als okay. Da ich von Tiny Tina's Wonderlands DLC gehört habe, dass es 30 Euro kostet und ca. 10 Minuten, vielleicht ein bisschen übertrieben von den Leuten gesagt, 10 Minuten Spieldauer hat. No, don't do it. Du schaffst das, Kleiner. Nein! Die Szene hat mir gleich mal am Anfang das Herz gebrochen, wie ich es in Englisch gesehen habe. Nur. Und ich Idiot, hör mir die Audio nochmal an. Oh. Nein. Nein, Katze. Oh. Und dann hört man die Miaus auch noch von oben runter. Ja, ja. Arme Katze. Und dann noch herumhumpeln und das Miaus von oben anhören. Wow, wir werden es nicht mehr raufschaffen. Und dann das Kolobieren. Ja, wir kommen in Stray. Draußen Katzen in der Cyberpunk-Welt. Cooles Konzept. Definitiv. Besser als das Cyberpunk-Spiel letzten Jahres. Okay.
ein Xerg. Das sind die Gegner in diesem Spiel. Die kleinen, was sind das, Blutkäfer, sowas in die Richtung. Da, meine Frisur schaut wahrscheinlich jetzt schon irgendwie aus. Ist ja egal, fortsetzen. Ich glaube, die deutschen Parts würde ich so auf 30 Minuten ein bisschen höher oder länger laufen lassen als die. Als die englischen. Da ich mich jetzt schon auskenne, sollte es ja ein bisschen schneller auch gehen. Die größten Schwierigkeiten in diesem Spiel so far waren, den Weg zu finden. Während ich noch immer ein bisschen Englisch im Kopf habe. Bis jetzt waren die größten Schwierigkeiten Totenstadt, Dead City, wirklich den Weg da zu finden. Komischerweise attackieren sie mich noch nicht. Sind wohl Tiere der Überzahl. Hallo. Jo. Kann man nichts machen. Also wahrscheinlich werden die englischen Parts schneller rausrollen als die deutschen, falls ihr es euch doch in Englisch geben wollt. Normal sollte ich die Facecam andersrum machen, dort wo meine Reaktionen noch frisch sind und meine Augen noch frisch waren. Aber ich habe die Thumbnails im Vorhinein gemacht, da habe ich es dann falsch angestellt und falsch gemacht eigentlich. Keine Trompeten erlaubt? Excuse me? Warum darf man hier keine Trompeten spielen? Fällt mir gar nicht. Fast perfekte Cyberpunk Futuristic City Stadt. Aber keine Trompeten spielen zu dürfen. Nein, das ist zu viel. Das geht zu weit. Das Detail ist auch cool. Das ist creepy as hell. Follow me. Follow me. Okay, ich glaube, ich weiß noch, was hier zu tun war. Falls ich es nicht mehr weiß. Ich muss noch mal runter. Dann hat Gnade für mich. Gnade. Ich habe keine Button Prompts. Das heißt, ich sollte mich sowieso erinnern, weil mir keiner zeigt, was ich dann falsch oder richtig mache. Nice. Nice. Dafür müsste ich niemanden zuschauen, der 10 Minuten versucht, Puzzles zu lösen. Ich hab's probiert. Das Paint runterschupfen gibt mir keine Trophäe. Leider. Leider. Lassen wir die Farbe stehen. Gehen wir einfach runter. Und dann muss ich sie wegschupfen. Okay. Ups. Jetzt geht's hier. Jo. Miau. Follow me. Follow me. Und ein bisschen Katzenschanddaten hier. Boom. Es wird mit Farbe gespielt. Aber leider. Ab. Das ist witzig. Wie ich das im Englischen gespielt habe, habe ich keine Katzenfußspuren gehabt, wie ich die Farbe runtergeschmissen habe. Aber jetzt im Deutschen habe ich die Fußspuren hier. Und das überrascht mich. Das ist eigen. Ha! Komisch, komisch. Nach rechts soll ich gehen. Als Katze kann ich das natürlich lesen. Wen haben wir hier für eine Prinzessin? Keine Ahnung. Ja. Und alles Sidequest werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Mit den Straßenmusik seine Noten bringen. Das dauert einfach zu lange. Gut. Komm hier, Boys. Ab, er ist unter die Treppe verschwunden. Aber so wenig Gigabyte wie das Spiel hatte. Mein PC ist trotzdem ein bisschen überfordert. Liegt wahrscheinlich an der Temperatur gerade. Wohl eh nur 25 Grad bei mir drinnen gerade. Oh.
Fatality. Todesschlag. Tod durch Katze. Fahrräder gibt's viel. Oh, noch kein Auto. Ich meine, es sind Roboter. Naja, das ergibt trotzdem nicht viel Sinn. Sprung ab. War es nicht der Sprung? War es der? Immer schön den Neon Science Bogen. Wasser zuerst. Mit den Augen haben sie gute Arbeit geleistet. Auch die schönen roten Augen im Nachhinein, die man in den Abwasserkanälen sieht dann. Run, boy, run. The Cirques are trying to catch you. Aber sie werden mich nicht kriegen. Zu viele Moves. Es gibt keine Schwierigkeitsstufen. Übrigens. Ich meine, ja, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. So oft will man die Katze auch nicht sterben sehen. Einen Tod habe ich in meinen 3 Stunden leben müssen. Durch Cirques. Oh boy. Oh. Die rufen dir auf jeden Fall viel zu sehr ins Gesicht. Oh, die gerne. Oh boy, oh boy. Komm schon. Chicken dive, chicken dive. Oh. Letzte, was ich will, ist die Katze nochmal verrecken sehen. Miau. Miau. Okay, wir kommen zu den Parcours-Erkundungsteil. Der, glaube ich, ein bisschen leicht verwirrend war sogar. Ab, drauf hier. Ich muss niesen. War ein bisschen extrem. Na, Gott sei Dank habe ich den auf der Facecam. Da bin ich froh, dass ich einen schönen fetten Nieser auf der Facecam habe. Oh. Nicht mal Handwaschen Zeit habe ich. Nach der Folge. Ich erinnere mich, okay. Ich erinnere mich. Oh. Ich habe ihn versucht so stark zurückzuhalten, dass er nur noch lauter geworden ist. Oh. Witzige ist, in Tiny Tina's Wonderland, wie ich das Intro oder den zweiten Teil gespielt habe, Part 1 oder 2, habe ich auch mal einen fetten Nieser losgelassen, gleich mal am Anfang. Im Englischen nicht. Genießt wird nur im Deutschen anscheinend. Oh. Oh. Okay, hier rauf. In die Wurstküche da. Ja, ich spiele PC. Ich weiß nicht, ob das eindeutig ist oder nicht. Das sind Bastelröhre. Bastelfässer. Nein, nicht mehr bewegen. Habe ich beim ersten Mal ein bisschen gebraucht, bis ich das rausgefunden habe und gecheckt. Nur 2 Stunden. Nur 2 Stunden, okay. Da ist ein Automat. Kann ich da nicht runter? Doch. Energy Drinks? Nein, noch nicht. Hier gibt es später die Energy Drinks. Ja, wir glauben Energy Drinks an das Katze. Nein, nicht nochmal fallen. Ah. Verdammt, viel. Das ist doch kein Uncharted, wo der Main Character 10.000 Mal runterfliegt. Nein, ich spiele Uncharted nicht. Eigentlich bin ich kein Uncharted-Fan. Hat einen komischen Grund. Oh.
selbst will ich, weil ich T-Shirts mit Knöpfen nicht mag. Ja, deswegen spiele ich kein Uncharted. Was? Hat einen komischen Grund. So ist so eine Katzen-Dystopian Future perfekt für mich. Und da trägt jeder nur Ponchos. Ich bin die Box. Dem Teil sich zurechtfinden war am Anfang gleich mal schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Kreis gerannt bin oder nicht. Warte, ich bin im Kreis gerannt. Natürlich bin ich das. Hier. Und dann kriegen wir unseren BD12. Okay. Ja. Krass hier. Man braucht wirklich lange, um sich den Rucksack zu erkämpfen. Und dich brauche ich. Wie schon gesagt, keine Button-Prompt für mich. Ich schätze, das ist die höhere Schwierigkeit. Die Wohnung. Ich erinnere mich. Aber was war das für eine Weinflasche? Aus Plastik? Nette Toilette. Nicht wirklich. Gab's hier nicht was zum Trinken? Ich habe komischerweise voll die Screen Tears bei mir im Spiel drin, die man glaube ich nicht sieht. Beim Recording. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Jetzt sagst du mir, wer im Englischen. Ja, wir sind so intelligent, wir können ein Keyboard benutzen. Nie, okay. Nur nichts Rassistisches sagen, Katze. Okay, wir haben da jetzt kleine Puzzleschen. Zuerst brauche ich das hier da oben, dann das hier da unten. Okay, dann, wo war das nächste? Da waren sie am Tisch, oder? Ja, hier. Das letzte war schwierig zu finden, komischerweise. Und von hier raus. Hier raus, there you go. Gute Katze. Nein, nicht hochhupfen. Komm schon, Lucifer. Oh, wirklich? War das so leicht? Ich glaube, ich habe 4 Minuten dafür gebraucht. Das wird ein Speedrun, Ladies and Gentlemen. Ein Speedrun. Okay. Ganz rauf. Jetzt kann ich hupfen. Das Gehen hier war ein bisschen eigen. Das wird runtergeschickt. Wo habe ich dich? Ah ja, ich weiß schon. Ja, das wird zugleich ein Speedrun. Und hier rein. Gute Arbeit. Wie spät haben wir es? Ihr seht den schwarzen Himmel hinter mir. 23.51 Uhr. Und da haben wir schon unseren Robot. Und unseren Voice Actor. Fresse Handy.
Facebook? Warum kriege ich Facebook-Nachrichten? Ich bin nie auf Facebook. Hello, my lady. Hello, my robot. Hello, my cat. Natürlich haben wir es kaputt gemacht. Oh, doch nicht. Ja, ich werde mal versuchen, euch nicht zu viel zu spoilern, dann. Es hat funktioniert, ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der toten Stadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Was korrumpiert ist? Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich PD-12 nennen. Da stehe ich jedenfalls auf. Nein, das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Da habe ich mich im Englischen auch vorgelesen. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich im Griff zu haben. Hab mich wieder verlesen. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Und hier, Schlüssel. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Sehr gut. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Oh, wir kriegen den Backpack. Den musst du dir noch umlegen. Du bist runter. Nein. Verdammte Roboter. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Würde mich wundern, wenn ich im Deutschen schwierigere Probleme habe, alles zu lesen als im Englischen. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Oh boy. Katzen, Bücher umwerfen. Also mit Mistkübel damit. Katze sagt nein zu wissen. Katze sagt nein. Okay. Raus hier, Roboter. Raus hier. Oh, verdammt. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Da, wie gefallen euch meine musikalischen Künste? War ja nicht noch was? Well, never mind, never mind. Ah, oh, der Safe. Die Kombination war hier genau, stimmt. Verdammt. Verdammt. Wie habe ich mir die noch schnell freigeschalten? Okay, ich brauche Button Prompts. Ich weiß, wie war die Safe-Kombination? Verdammt, bin ich blind? Ah, hier, verdammt. Ah. 3, 7, 4, 8. Oh. 3, 7, 4, 8. So, geht doch. Ja. Da wird das Part 1 schon mal vorbei. Die Zipline. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich
ich weiß, dass wir da nach oben müssen. Okay, okay. Damit ist diese Folge mal vorbei. Das ist das Intro. Part 1 ist dann Part 2 und so weiter. Bis dann.